Was sagen Sie heute den Menschen, die Sie fragen, wirklich ehrlich und gut gemeint, wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Sehr gut sogar. Eigentlich zu gut. Ich kann das gar nicht fassen. Das ist das Glück und ich habe halt Glück gehabt. Ich habe das auch mal gehabt, dass man plötzlich sich im Krankenhaus wiederfindet und denkt, hoppala, das Leben hat ja noch ganz andere Möglichkeiten für einen offen, ja, die man aber selber gar nicht beeinflussen kann. Um mit der Seefahrt zu reden und auf ihren Namen anzuspielen, das war ein Schuss vor den Bug, nennt man das, also bei der Kriegsseefahrt. Ich habe einen Schuss vor den Bug gekriegt, das heißt, Achtung, pass auf, so geht's nicht weiter, du musst dich zusammenreißen und reiß dich gefälligst zusammen und geh besser mit dir um. Ich habe, als ich über Sie ein paar Sachen gelesen habe, nicht schlecht gestaunt, als Sie auch von sich sagen, dass Sie eher ein schüchterner Mensch sind. Jetzt helfen Sie mir, ist doch ein bisschen schizo. Sie gehen heute Abend auf die Bühne und das sind hunderte Menschen, vor denen Sie sich immer noch ein Stück weit beweisen müssen. Also ja, was ist da aber los? Aber das ist ja der Grund, warum ich das vielleicht mache. Um diese Schüchternheit zu überwinden, setze ich mich dem aus, sozusagen. War das schon immer so? Ist das was Sie als Kind schon kannten? Das kannte ich schon als Kind, weil ich wurde gehänselt als rothaarig und Sommersprossen, wieder ein Rotfuchs und keine Flinte oder was da immer hinter mir hergerufen wurde. Da war ich 6, 7 Jahre alt und kam heulend nach Hause. Und meine Mutter sagte, damit musst du leben, damit musst du fertig werden. Du bist ja nun mal rothaarig und hast Sommersprossen. Ja, aber das zu überwinden, das kostet Kraft. Ist das was Sie dann auch so ein bisschen in die Erziehung und das, was Sie vielleicht an Ihre Kinder versucht haben weiterzugeben, auch dann ein Stück mit eingearbeitet haben? Also so eine gewisse Stärke zu entwickeln? Wir haben uns geeinigt, was du nicht selbst machst, ist nicht getan. Das war unser Leitspruch. Also, wenn man sich zu weit aus dem Fenster lehnt, kann einem schon mal ein Blumentopf auf den Kopf fallen. Hören die beiden auf Sie, die beiden Racker, die ja keine Racker mehr sind, sondern erwachsene, gestandene sind ja Menschen? Schon erwachsene, gestandene Menschen haben mich schon zweimal zum Opa gemacht. Nein, sie hören schon. Ob sie es dann befolgen, aber sie hören zu. So weit habe ich sie schon. Sie haben gerade die Seefahrt angesprochen und was im Grunde das Wasser für Sie bedeutet. Also für Sie ist Wasser der Kick und weniger die Berge? Mehr das Wasser, weniger die Berge. Sie haben den Segelschein? Ja. Hatten Sie mal ein Boot? Ja, in Irland, oben, Belmullet, oben links. Da kommt dann nur noch Amerika. Belmullet, die Perle Irlands. Und das habe ich aber meinem Bruder verkauft für eine Mark. Weil der hat mehr Zeit und kann da öfter hinfahren. Ich dachte, ich komme da hin und segle ein bisschen und fahre wieder nach Hause. Aber dann fängt man an zu basteln. Das ist ja die Laubenpieper-Mentalität, die einen da befällt. Man fängt sofort an zu basteln und zu schrubben und sauber zu machen. Und dann sind die 14 Tage rum, die man sich genommen hat. Dann ist man noch nicht eine Seemeile auf See gewesen. Und dann habe ich gedacht, das mache ich nicht mit. Wissen Sie, was ich gerade mache? Das ist jetzt kein Witz. Oh ja, das ist gut. Das ist gut. Ich hätte jetzt gesagt, Sie als Segler müssten mir doch gleich eine reinhauen, weil Sportboot, das ist ja rechts Gas und Attacke. Segeln, das hat Stil. Das ist, oder einigen wir uns darauf, dass wir beide das Wasser gut finden? Ja, nee, weil 2/3 der Erdoberfläche ist Wasser und 1/3 ist Land. Also muss man sich doch auch mal Gedanken machen, wie man über das Wasser von einem Ort zum anderen kommt. Und eins kann ich Ihnen sagen, das Wichtigste ist, wo bin ich? Navigieren. Ja. Das Wichtigste auf See, weil ja, es ist ja nur eine große Wasseroberfläche. Und du musst immer wissen, wo bin ich. Da okay. Kann man entweder die Sterne zu Hilfe nehmen und navigieren an den Sternen oder, weil man sieht ja kein Land, man kann keine Landmarke nehmen oder die Wassertiefe messen oder GPS.
Das ist das neue, moderne System. Aber wenn nun der Strom ausfällt, was machst du denn dann? Ja, das ist ja das Problem. Also ich muss mir ganz ehrlich, muss Ihnen sagen, das ist für mich also völlig neues Feld. Navigieren, rote Lampen, grüne Lampen, zu wissen, wo Steuerbord ist. Das macht einen solchen Spaß. Mein Vater hat mich auf die Segelschule geschickt, da war ich 12 Jahre alt. Und da habe ich angefangen damit und da habe ich Lust dazu gekriegt. Das ist für mich wie Mathematik. Ich kann mich da richtig reinsteigern. Waren Sie denn mal mit der kompletten Familie, als die Kinder noch kleiner waren, Merit und Ben? Und Ben, waren Sie da mal? Merit war noch nie mit, aber Ben war mit. Okay. In Griechenland, aber ein geschartetes Boot und dann losgefahren. Auf den Spuren von Odysseus in Ithaka. Und wo Odysseus genau angekommen ist, nachdem er von Troja wieder heimkehrte, an dieselbe Stelle bin ich dann gesegelt. Und dann habe ich vorher aus der Odyssee das vorgelesen, wie das war. Und das macht Spaß. Und dann da hoch zu kraxeln, wo Odysseus angeblich auch mal gegangen ist, das ist schon wunderbar. Was Sie mir beibringen müssen, ist wenigstens den wichtigsten Knoten. Paddelstick. Bitte. Also man macht so eine Schlaufe so einmal rum. Und dann ist die Eselsbrücke raus aus dem Bach, rum um Baum, rein in Bach. Oh, mach 50er rein hier für mich. Ja, weil man dann eine Großaufnahme hat und das. Am Schluss wird ja abgerechnet. Klar. Je mehr Großaufnahmen man in einem Film hat, umso besser steht man da. Ja. Deswegen wurde der Kameramann immer bestochen. Und dann war ich, also weil wir schon über den Hauptmann von Köpenick, da habe ich ja noch gedreht mit Olle Heinz Rühmann. Und dann hat er mir sein Buch geschenkt. Lieber Otto, wissen Sie eigentlich, wie gern ich Sie habe? Heinz Rühmann? Ja. Ach, das ist süß. Fehlen solche Typen heute? Ja. Fehlen Ihnen auch? Und dann sagt er zu mir eines Morgens, du musst mal den Hauptmann von Köpenick spielen. Weil ich das ja hier gemacht habe. Aber hau nicht so auf die Kacke wie ich. Ich habe damals dem Affen zu sehr Zucker gegeben. Und das habe ich berücksichtigt und das war auch gut so. Und dann kam die Witwe an und hat mir auch einen langen Brief geschrieben. Wenn Heinz das gesehen hätte, er wäre stolz gewesen. Das ist irgendwie rührend, finde ich. Natürlich auch Abende, wenn Sie dann auf Lesetour zum Beispiel sind und mit Ihrer Stimme das machen, was Sie ja nun auch auszeichnet, nämlich einfach nur sprechen. Sie dürfen sich was aussuchen. Brecht? Ja. Oder? Und jetzt sage ich Ihnen mal mein Lieblings. Das Ome aus dem Eis. Dem Eis, ja, ist auch wunderbar. Da könnte ich vielleicht meinen Patenkindern einfach das vielleicht dann am Ende irgendwie als Kassette schenken. Ja. Weil die machen sowieso, was sie wollen, aber vielleicht schlafen sie dann ein bisschen besser ein, wenn der Herr Sander einfach mal so ein halbes, also die Einleitung vielleicht einfach mal vorliest. Die Einleitung? Ja. Das geht so nach dem Motto, das schreibt er mir schon vor, wie es geht. Nein, so inhaltlich dachte ich. Ach so, es geht inhaltlich so, es war vor langer, langer Zeit und so. Es war vor vielen Millionen Jahren. Ja, wirklich. Damals legte Mutter Urmel das Urmelei am Ufer des großen Meeres in den Sand, wie sie es bisher immer mit ihren Eiern getan hatte. Aber bald darauf begann es zu schneien und das war ganz ungewöhnlich. Mutter Urmel runzelte besorgt die Stirn, schaute zu den grauen Wolken auf und schnaufte, anscheinend macht der große Wetter Urmel heute einen unfreundlichen Scherz. Schade um dieses hübsche Ei. Und so weiter. Naja, das muss man üben.
Also, wie Bertolt Brecht schon sagte, weil ich da gerade Brecht gesehen habe, Schauspieler ist nur bei sich, wenn er übt. Wir wollen aber die Stimmung nicht kaputt machen. Denn damit, liebe Kinder, gute Nacht von Thomas Bug, dem Urmel und Otto Sander. Gute Nacht, schlafen Sie gut. Danke für dieses Gespräch. Na dann, rücken wir ab. Ja, und was ist mit dem Rotwein? Den trinken wir gleich in Ruhe.